heute habe ich ein kleines Designvideo für euch, und zwar mit den Stamping Sheets von Brush It. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich trage als erstes ein Fullcover auf, und zwar mache ich das mit so einem rotbraunen Farbgel. Und das Ganze mache ich in zwei dünnen Schichten. Und das Ganze härte ich dann aus und buffer das einmal an, und dann bin ich zurück. Ich habe jetzt einmal den Nagel angebuffert, und nun benutze ich einmal die Stamping Sheets mit der Nummer 1. Die gibt es hier zum Beispiel in so einem 5er Vorteilspack, aber auch einzeln. Das sind halt so eine Aufkleber, würde ich jetzt mal sagen, und davon nehme ich jetzt einen dünnen Streifen und den drücke ich richtig ordentlich fest. Dazu bräuchte man jetzt eigentlich noch eine dritte Hand. Zum richtig Festdrücken benutze ich dazu den Pferdehuf-Silikon-Pinsel. Damit kann man auch so richtig schön in die Ecken fahren, dass wirklich alles ordentlich angedrückt ist. Den gibt es auch bei Brush It, werde ich euch auch noch einmal verlinken. Und jetzt nehme ich einmal meine Stampingplatte und trage einen goldenen Stampinglack auf. Und übertrage das einmal an die freien Stellen. Jetzt benutze ich noch ein goldenes Farbgel, und das trage ich in einer dünnen Linie an der Schablone auf, um sozusagen noch ein paar Akzente zu setzen. Ihr könnt das natürlich auch machen, wenn der Aufkleber nicht mehr vorhanden ist. Ich finde es persönlich aber so besser. Das ist nun einmal mein Ergebnis. Ich hoffe, euch hat mein kleines Designvideo gefallen. Ja, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.